Hallo, ihr Lieben. So, wie versprochen, heute ist es soweit. Unsere Schilfrotella lateralis, also unsere Schokoschaben, ziehen um. Ich habe extra dieses kleine Terrarium gekauft. Dasselbe habe ich auch für unsere beiden Hamster zum Transport. Ja, da sind sie jetzt noch in ihrem kleinen Behältnis und jetzt werden wir sie einfach da, ja, rausgeben. Vorsichtig. Die hängen ja da unterhalb drinnen. Man sieht, das lässt sich eigentlich sehr gut machen. Zwei sind noch drinnen geblieben. Jetzt sind sie natürlich ganz aufgeregt. Hier sieht man eine, die legt gerade eine Oothek. Oh, da wuseln sie durch die Gegend. Sie haben da eh schon ein bisschen was aufgefressen von dem Karton. Aber man sieht, da sind schon so viele. Und das ist wirklich nicht mehr lustig gewesen. Jetzt werde ich sie da ganz vorsichtig mal rausschubsen. Ja, raus mit euch. Ja, das ist jetzt ein mordser Stress. Die Arme mitten im Gebären wird sie rausgeworfen. Ah, da ist noch eine. Die legt auch gerade. So ein Stress für die Armen. Jetzt gebe ich ihnen noch eine Klorolle rein, damit sie ein bisschen mehr haben, um sich zu verstecken. Ja, das Männchen ist da schon am Schauen oder auch nicht. Wenn man sieht, die Tomate, die ich ihnen gegeben habe, da haben sie schon ganz schön ordentlich dran geknabbert. Noch eine, die eine OD klickt. Wow. Ganz schön fleißig am Legen, die Mädels. Derzeit sehe ich nur ein Männchen und ganz viele Damen. Jetzt müssen sie mal schauen, wo sie sind. Das ist jetzt ja was ganz Neues, dass sie mehr Platz haben. Aber wie gesagt, also ich hätte sie nicht in dem kleinen Behältnis lassen wollen. Solange sie am Leben sind, haben sie auch ein Recht darauf, ein schönes Zuhause zu haben. Ja. Ich habe jetzt nur einen kurzen Cut gemacht, weil ich habe ihnen in der Zwischenzeit jetzt auch eine neue zweite Klorolle reingegeben und die Tomate ausgetauscht durch eine Gurke, wie man sieht. Die Klorollen haben sie gut angenommen. Da sieht man jetzt eine ganz kurz drinnen. Das hier werde ich dann auch bald einmal austauschen. Aber das lasse ich ihnen jetzt noch, damit sie noch ein bisschen was Vertrautes haben. Da wuselt es ganz schön. Das, was ihr da am Boden seht, also diese kleinen ja, Würstchen, ja, Abfall. Das meiste davon ist Abfall. Und ein Teil davon ist auch Fischfutter. Das kriegen sie nämlich zusätzlich für Mineralstoffe und Vitamine. Aber den Dreck machen sie halt doch selbst meist. Ja, das, was vorne reingeht, muss halt auch irgendwo wieder raus. Eh klar. Diese Rolle dreht sich die ganze Zeit. Also das bewegt sich, die bewegen sich da drinnen und dann jedes Mal bewegt sie sich wieder. Aber man sieht sie nicht. Die sind ganz auf der anderen Seite drüben. Ich habe ursprünglich diesen Eierkarton oben abgeschnitten, weil ich ursprünglich ein anderes Behältnis gefunden habe, wo ich sie reingeben wollte, das ein bisschen größer war. Und das war aber dann nicht so hoch und deswegen musste ich das ein bisschen abschneiden oben. Jetzt sieht man sie allerdings ganz gut da drinnen. Ah, noch eine, die eine OOT legt. Sie sind ganz aufgeregt. So, hier seht ihr sie jetzt einmal in den Röhren drinnen, also in den
Klopapierrollen drinnen. Scheint ihnen zu gefallen. Schon wieder bewegt. Sehr lustig. Und da sieht man zwischendurch, sieht man auch, wie schnell sie sein können. So krabbeln sie eigentlich recht gemütlich durch die Gegend, aber die können ganz schön schnell werden, wenn sie sich erschrecken. Deswegen kann man sich auch vorstellen, wenn ich sie dann tatsächlich einfangen muss, um sie vorzubereiten, ist das nicht so einfach. Man sieht ja auch schön den Unterschied zwischen den kleineren und den größeren und die häuten sich ja immer wieder zwischendrin. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass sie sich hier wohlfühlen und dass sich die Kolonie, diese kleine, auch vermehren wird. Aber sie arbeiten fest daran, wie man sieht. Also man sieht immer wieder, wie sie ihre Ootheken legen. Ja, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick gekriegt, wieder in unsere Schaben. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dann wieder dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt mir ein Like und teilt das Video auch fleißig. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Da gibt es dann wieder ein Update von den Ameisen. Hier sieht man nochmal das Männchen übrigens. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.